Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es bei mir einen klassischen französischen Kirschkuchen namens Clafoutis. Clafoutis ist nicht nur sehr einfach zu machen, sondern schmeckt auch himmlisch. Die Zutaten für diesen Kirschkuchen hat man eigentlich fast immer zu Hause, so dass man auch ganz spontan losbacken kann. Clafoutis lässt sich übrigens nicht nur mit Kirschen, frischen oder aus dem Glas herstellen, Pflaumen, Nektarinen, Himbeeren, Blaubeeren, erlaubt ist alles, was ihr möchtet. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, lasst euer Kommentar da, aktiviert die Glocke und viel Spaß beim Nachbacken. Für Clafoutis brauchen wir folgende Zutaten: 100 Gramm Mehl, 250 ml Milch, 4 Eier, 1 Teelöffel Vanillepaste oder Vanilleextrakt, 90 Gramm Zucker, Prise Salz, 400 bis 500 Gramm Kirschen und etwa 20 Gramm Butter, damit wir die Backform einfetten können. Meine Form ist übrigens 28 cm im Durchmesser. Zuerst bestreiche ich meine Form mit der Butter und dafür benutze ich die Butterverpackung, die ich danach wegwerfe. Danach nehme ich etwa 1,5 Löffel Zucker und verteile es gleichmäßig auf meiner Backform. Die Form hin und her drehen, dass der Zucker sich schön gleichmäßig verteilt. Nun schlage ich die Eier mit dem Zucker. Eine Prise Salz kommt auch hinzu, gesiebtes Mehl, ein Teelöffel Vanillepaste oder Vanilleextrakt. Gut umrühren. Letztlich kommt dazu noch die Milch und das letzte Mal wieder gut umrühren. Der Teig ähnelt in seiner Konsistenz dem Pfannkuchenteig, genauso flüssig. Danach nehme ich meine Form und verteile darauf vorsichtig die Kirschen. Ich leere die Kirschen nicht einfach drauf, sonst wird es ein Brei. Auf die Kirschen leere ich vorsichtig den Teig. Mein Clafoutis stelle ich jetzt in den vorgeheizten Backofen und er verbringt dort 35 bis 45 Minuten bei 180 Grad. Behaltet eure Backöfen im Auge, da sie unterschiedlich arbeiten. So ein leckerer und aromatischer Kirschkuchen ist mir gelungen. Man kann ihn warm oder kalt verzehren. Am besten mit Vanilleeis oder Vanillesoße und Puderzucker. Der Kuchen ist noch heiß, deshalb lasse ich ihn noch etwas abkühlen. Zart, lecker und sehr schnell und einfach in der Zubereitung ist dieser Clafoutis. Probiert ihn nachzubacken und schreibt mir euer Feedback in den Kommentaren. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. Bis zum nächsten Video.